Heute habe ich kein Rezept oder was Ähnliches, sondern ich habe ein Buch, was ich euch gerne mal vorstellen würde. Ich habe das vor einigen Jahren gelesen und das hat einen ziemlich reißerischen Titel. Ich glaube, das hält einige Leute schon davon ab, es zu lesen. Kann ich gut verstehen, weil mich hat es auch ein bisschen irritiert, aber ich habe dann doch gedacht, ich lese es mal. Das Buch heißt Vollwerternährung schützt vor Kinderlähmung. Und also ich nehme es euch echt nicht übel, wenn ihr sofort sagt, oh, was ist denn das für ein Quatsch? Soll man jetzt mit Müsli und Vollkornbrot sich vor Polio schützen? Kann ja wohl nicht wahr sein oder so ein Quatsch. Ja, es ist eine Studie aus den 40er Jahren von amerikanischen Wissenschaftlern. Ein Herr Dr. Sandler hat dieses Buch geschrieben und das ist wirklich interessant, wenn man mal sich frei macht von allen Vorurteilen und sich das durchlesen. Es geht vor allem, oh, hoffentlich kann ich euch das jetzt richtig erklären. Es geht vor allem darum, dass er festgestellt hat, dass viele von uns bei unserer industriellen Ernährung und den vielen Süßigkeiten einen eigentlich zu niedrigen Ruhestand des Blutzuckerspiegels haben. Also ein gesunder Blutzuckerspiegel, ohne dass wir was gegessen haben, ist bei 80. Und er hat festgestellt, dass viele von uns den nur bei 60 haben. Das kommt daher, weil wir viel Süßes essen und viel weißes Mehl. Dann steigt der Blutzuckerspiegel häufig hoch, geht wieder tiefer runter als normal, also weit unter 80, steigt dann wieder hoch und runter. Und durch diese Berg- und Talfahrt kommt der Körper total durcheinander und pendelt sich dann niedriger als 80, sondern bei 60 ein. Und er hat festgestellt, durch viele Versuche, auch Tierversuche, dass ein Blutzuckerspiegel, der bei 60 ist, uns empfänglich macht für viele Krankheiten, unter anderem auch Polio. Interessant war zu sehen, dass er zum Beispiel, ich glaube, es waren Kaninchen, die haben normalerweise einen Blutzuckerspiegel, einen ruhenden Blutzuckerspiegel bei 100. Die sind immun gegen Polio. Man hat den jetzt synthetisch den Blutzuckerspiegel auf 60 runtergefahren und dann haben die doch Polio bekommen. Andere Tiere, die einen Blutzuckerspiegel niedriger hatten als 80, waren Polio gefährdet. Die hat man dann so behandelt, dass sie einen Blutzuckerspiegel dauerhaft bei 100 hatten und dann daraufhin waren sie immun gegen Polio. Ja, das fand ich ziemlich interessant. Also noch mehr überzeugt hat mich zum Schluss diese Kurve. So, okay. Hier in diesem Diagramm wird dargestellt, die Polio-Epidemie 1946 in den gesamten amerikanischen Staaten, in den USA und die erwartete für 1948. Die war weitaus stärker erwartet. Jetzt hat aber Dr. Sandler am 4.8.48 in den Südstaaten eine Kampagne gestartet Startet. und hat allen Eltern mit Flugblättern, übers Fernsehen, übers Radio erklärt, wie sie ihre Kinder ernähren sollen, damit sie vor Polio geschützt werden. Und das war Vollwerternährung, kein Zucker und kein weißes Mehl vor allen Dingen. Und dann passierte das. Es kam zum kurzen Stillstand, ein kurzer Peak, dann ist es nochmal hochgegangen und dann ist es abgeflacht. Das ist ein total untypischer Verlauf für eine Polio-Epidemie und wird darauf zurückgeführt, dass diese Aktion in den Südstaaten gestartet wurde. Kurz darauf wurde dann leider für dieses Projekt die Polio-Impfung eingeführt und ich schätze, dass dann diese Überlegungen mit Vollwerternährung gegen Viren dann hinfällig wurde. Das Buch ist garantiert umstritten. Ich habe nicht weiter darüber gelesen, was die Allgemeinheit davon denkt, aber ich kann mir das schon vorstellen, dass die meisten Leute das für Schwachsinn halten. Ich fand es wirklich interessant. Es ist gut verständlich geschrieben, es ist schnell durchzulesen und ich finde es gut, Dinge von der anderen Seite mal zu betrachten und sich seine eigene Meinung zu machen. Für mich ist mittlerweile sehr gut verständlich, warum Zuckerkonsum und Immunsystem so stark zusammenhängt. Da hat mir dieses Buch auch geholfen, das nachzuempfinden, nachzufühlen und zu verstehen. Wer weiß, vielleicht sind es auch andere Viren, die wir dadurch, an denen wir dadurch erkranken können, weil unser Blutzuckerspiegel zu niedrig ist. Ja, wo wollte ich jetzt noch drauf raus? Gar nicht, also ich,
weiß nicht, ihr müsst dieses Buch nicht lesen. Ich wollte es euch nur mal vorstellen. Ihr wisst jetzt ja ungefähr den Kern der Sache. Ich hoffe auch, dass ich es richtig dargestellt habe. Das Buch gibt es, ich habe es, glaube ich, für 3 € gebraucht, im Internet bestellt. Und ja, es hat auf jeden Fall meinen Horizont ein wenig erweitert und mich zum Nachdenken gebracht.